Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Ein etwas verspätetes Video, meinerseits, ne? Ein bisschen was zu tun gehabt, aber ja, jetzt bin ich auf jeden Fall am Start und ich wollte euch unbedingt nochmal ein frohes neues Jahr wünschen. Ups, das war falsch. Hatte ich noch nicht gemacht und ja, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Habt schön gefeiert, kann man jetzt schwer sagen, aber hoffentlich habt ihr einfach das Silvester gut überstanden. Ich habe ein Ritual, was ich normalerweise Silvester mache, nicht durchführen können. Sprich, zu meinem Kumpel fahren und da sich das Feuerwerk der anderen angucken. Aber ja, ich habe mein Silvester eh armselig verbracht. Ich lag schon um 8 Uhr im Bett, weil ich müde war. Bin dann um Mitternacht vom Feuerwerk geweckt worden. Und bin dann genervt aufgestanden, habe Fenster zugemacht. Das war auf, sehr geil. Und habe dann dementsprechend meinen Schlaf fortgesetzt. Ich spiele übrigens gerade One Piece Pirate Warriors 4. Und das hat jetzt nicht unbedingt den Grund, dass ich ein großer One Piece Fan bin. Doch, bin ich. Hat jetzt auch nicht unbedingt den Grund, dass das Spiel gerade im Angebot war. Und ich noch zufällig 30 Euro hatte und das Spiel auch gerade 30 Euro kostet hat. Das spielt zwar alles irgendwo da ein bisschen mit, aber ja, kann man schon sagen. Hat aber auch vielleicht eher was mit meinem letzten Video zu tun. Wie ist das? Vodafone-Kunde zu sein? War ein ganz nettes Video, schnucklig. Verlinke ich euch nochmal in der Information, in der Videobeschreibung, falls ihr da reinschauen wollt. Ich möchte euch aber da an der Stelle warnen. Es sind schlimme 10 bei. Es sind sehr, sehr schlimme 10 bei. Ich habe das extra nochmal als Warnung in die Kommentare geschrieben. Nicht, dass mir dann nachher irgendeiner vorhalten kann. Ne? Ich habe da nicht darauf hingewiesen noch. Ich warne davor. Also habt starke Nerven, wenn ihr euch das Video angucken wollt. Aber sonst genießt es. Ja, eventuell hat das damit was zu tun, dass ich gerade in der letzten Woche meines Lockdowns, wollte ich gerade sagen, ich habe keinen Lockdown, in meinem Urlaub, ja, habe ich ein bisschen mehr Singleplayer-Spiele gespielt, weil Singleplayer kein Internet braucht. War das so der Grund, warum ich mir dann gesagt habe, ich konzentriere mich mal ein bisschen mehr auf Singleplayer-Games. Ich hatte auch schon ein Video zu Gunfire hochgeladen, was ich sehr, sehr enjoyed habe. Aber leider geht immer noch nicht. Was habe ich noch gespielt? Auf jeden Fall hat es mir dieses Spiel angetan. Ja, ich bin großer One Piece Fan. Und dementsprechend hatte ich mir auch überlegt, dass ich mir die Serie mal weiterkaufe. Ich glaube, ich habe irgendwie 8 Boxen von denen hier rumliegen. Mittlerweile gibt es 25 und die kosten ein Stück 50. Und ich habe aktuell kein Geld. Deswegen könnte das ein bisschen schwierig werden. Ich bin ja auch schon im Spiel jetzt noch nicht so relativ weit, was die Serie angeht. Aber weiß nicht, ob man da auch schon mal weit reden könnte. Ich meine, sehr mittlerweile so viele Folgen. Ich meine, für die, die sich mit One Piece auskennen, die letzte Folge, die ich gesehen habe, war der finale Kampf auf Dressrosa. Also, ich habe nur einiges verpasst, was einfach daran liegt, dass ich irgendwann einfach keine Zeit mehr gefunden habe, nicht in diese ganzen Serien da reinzufuchsen. Ich will aber das demnächst nachholen, wenn auch mit der deutschen Serie. Ich hatte irgendwann angefangen, die japanische zu gucken. Ging auch ganz gut, wie gesagt, bin ja bis zum Dressrosa Arc gekommen. Aber dann irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Und ständig liegt dann mein Bruder dann in den Ohren, oh, du musst unbedingt, und oh, das ist so krass gerade, und hast du nicht gesehen. Und denkt mir so, ja, das ist sehr wahrscheinlich. Ich glaube, meine Lieblingsserie überhaupt, aber ich komme einfach nicht dazu. Ich sollte mal G2 aktivieren, oder? Und Feuer. Und jetzt. Ich habe übrigens gerade keine Kopfhörer auf, weil ich komme gerade frisch aus der Dusche. Und nasse Haare, trotzdem Cappy auf, keine Fragen stellen bitte. Übrigens darauf hinweisen, ich trage aktuell den krassesten Pulli, den es gibt. Ja, keine Fragen dazu, keine Fragen. Da kommt nochmal ein Video zu über Bands, die mich. Ich habe jetzt ein Video gemacht, meine Top 5 Bands von 2020, die mir Spotify ja ausgesucht hat, aufgrund meines Hörverhaltens. Ist aber natürlich, gerade gegen Ende des Jahres sind viele für mich besondere Songs hinzugekommen oder Bands, die ich entdeckt habe, sowas wie mir, dass sie ein bisschen versüßt haben, die natürlich nicht in der Liste sind, aufgrund halt, dass ich die dann natürlich nicht so lange hören konnte, weil das Jahr halt fast zu Ende war. Die möchte ich aber nochmal im extra Video erwähnen. Habe ich richtig Bock drauf, bin eh so Musikfan.
von vernünftiger Musik. Nicht also ein Kinderkram hier. Wenn du bei der Musik nicht mindestens ein Gesicht machst, als ob du gerade in eine unreife Zitrone gebissen hast, dann ist das keine gute Musik. Da müssen wir uns alle mal, akzeptieren. Und das ist jetzt so. Zum Spiel übrigens. Es ist ein sogenanntes Musou-Game. Vielleicht kennen einige von euch die Dynasty Warriors-Reihe. Dort kämpft man ja mit seinen Charakteren gegen riesige Mengen an Gegner, wie ihr das auch hier so seht. Und hin und wieder ist mal ein Boss bei, der aber von mir natürlich fein säuberlich mit der Gatling zerlegt wird. Gear 2 muss rein, da muss rein und dann muss das hier rein da. Ich weiß noch, als damals in der Serie Ruffy das erste Mal, soll ich Ruffy oder Luffy sagen, als er das erste Mal das Gear 2 aktiviert hat und gegen Bruno, das war so. Ich vermisse die Zeiten. Aber wenn ich jetzt nochmal One Piece von vorne anfangen wollen würde, allein um die alten Zeiten wehen, es gibt zu viele Folgen. Es gibt einfach zu viele Folgen. Boah. Kizaru ist in seiner Dingsform aber auch übertrieben, Alter. Da kannst du leveln, so viel du willst. Wenn der seine Lichtpower da rausholt. Frag Nina Sunshine, Junge. Ach komm, einmal geht noch. Beste Attacke, Alter. Der ist ja schon wieder da. Hab ich dich nicht gerade platt gemacht? Wir bekommen übrigens gar nicht so viel mit, was hier eigentlich alles passiert. Ich würde mich ganz gerne noch die Nebenaufgabe machen. Ich sehe das noch. Da muss ich mal ganz kurz hinsprinten. Aber vorher nehmen wir diese Kiste hier noch mit. Ach, sehr gut, HP. Wunderbar. Oh, nicht eher. Ach du Kacke. Oh, nee. Jetzt muss ich gegen den nächsten. Im nächsten Admiral kämpft, da habe ich überhaupt keinen Turn drauf und gerade ist mein Gear 2 ausgelaufen. Ach, ist eine Eisform, natürlich. Dann kackt er natürlich komplett rein. Ach du Scheiße. Wenn die Admiräle in ihrer Form sind, kannst du die echt vergessen. Da sind die nur noch anstrengend. Warte, bis ich mein Gear 2 habe. Oh, da hast du verkackt. Da hast du einfach verkackt. Hof weg ist er. Überhaupt keine Schnitte, gar nichts. Nix kann er. So, dann wird das andere Ausrufezeichen Wochenadmiral sein. Aber auf dem Weg dahin nehme ich noch diesen anderen roten Punkt mit. Der mal. Der, komm hier, was will er denn? Was will er denn? So, Overkill. Überhaupt keinen Turn auf solche Leute gerade. Ich bin ja auch ein bisschen heiser, ne? Ich meine, weiß nicht, ob man es an meiner Stimme hört. 3 Wochen Urlaub gehabt, erster Tag Arbeit, wieder viel reden, laut reden. Schreien wir auch dabei. Ist halt eine Firma, ne? Ist halt so da. Und das bekam meiner Stimme gar nicht so gut. Ach, kann ich nicht. Weil gerade nochmal die Gatlinge da ersetzen. Aber ist gerade etwas schwierig. Jetzt ist Gear 2 aus. Ach, Mann, oh. Was will er denn? Immer schön die Kommandanten wegmachen. Dann läuft er. Was? Warte, oh, da ist ja noch einer. Ich kann mal das. So, erstmal allgemein hier aufräumen. Wir haben schon bei 500 K.O.s, was sehr, sehr wenig ist. Ich habe übrigens bei dieser Mission jetzt auch extra Ruffy ausgewählt. Weil ich halt auf das Video, wenn dann möchten wir auch schon mit Ruffy spielen. Ich hatte auch die Wahl zwischen Bora Hancock, Sir Crocodile, ja. Und Jetpistole. Macht ja gar nichts. Da kann er ruhig seinen Strahl machen. Völlig konkurrenzlos. Ich wollte gerade sagen, ach, er hier. Was will er denn? Also überlege, als jetzt erstmal, jetzt ja aufgetaucht ist Sabatori Archipel. Es war ein krasser Arc, Alter. Es war ein sehr, sehr krasser Arc.
auch gerade, das hat mich so beeindruckt, hier habe ich ja im Urton geguckt. Und dass da in der Serie sowas wirklich wie Menschenhandel thematisiert ist, fand ich schon krass. Das war richtig heftig. Und sehr einprägsam auf jeden Fall. Ich habe schon wieder einen übersehen. Ich sehe ja, Ivanko, wenn ich sehe, wie du läufst, ne, dann wird mir warm. War richtig warm ums Herz. Oh, Whitebeard kämpft gegen Akaido. Bruder. Aber mit Whitebeard habe ich auch schon Level gespielt. Der ist so übermächtig. Aber der hat dann auch so eine krasse Fähigkeit. Ne? Ja, den habe ich getroffen. Für den brauche ich, also für den Kommandanten brauche ich definitiv G2. Mihawk, Falkenauge. Bruder. Was machst du denn hier? Ja gut, der musste ja gegen... Also eigentlich ist er ja ein netter Typ. Aber der musste ja hier damals gegen die Leute kämpfen, weil er ja zu den 7 Samuraien gehört und dementsprechend der Marine unterstellt sind. Alles ein bisschen kritisch. Aber er hat halt mein G2 abgekriegt. Ich wollte sagen, gegen Opa Gab sollte ich ihm kurz G2 rausholen. Aber der ist ja schon fast weg. Also der ist jetzt weg. Vielleicht schaffe ich es dann noch rechtzeitig zu Crocodile, dass sie nimmt. Gott, nein, oh Gott, nee, ganz. Da soll sich mal links drum kümmern hier. Wo muss ich lang? Da kann ich ja nicht durch, sonst scheiße, Alter. Ach, so gar kein Bock. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr was mit One Piece anfangen könnt. Habt ihr die Serie mal gesehen? Habt ihr eins der Spiele? Ist ja, wie gesagt, der 4. Teil mittlerweile schon. Meine Kamera hat sich nämlich gerade verabschiedet. Ach, weil er so groß ist, ja, den sollte ich vielleicht nicht unbedingt analysieren. Es geht auch so. Aber der kriegt schön das Ding hier ab. Würde mich interessieren, ob ihr eine Kindheit hattet. Hattet ihr One Piece gesehen? Und wenn ja, bis wohin? Ich gucke das ja schon seit meiner Kindheit. Ich habe die Serie damals angefangen, als sie bei RTL 2 lief. Da ging ich noch zur Schule. Ja, mittlerweile bin ich ein alter Mann. Und die Serie läuft noch. Wie viele Folgen gibt es jetzt? Ich bin da gar nicht mehr im Thema drin. Also es würde mich nicht wundern, wenn es mittlerweile 1000 Folgen gibt. Also, der hier versucht mir natürlich trotz G2 den Hosenboden. Aber das liegt auch daran, dass der hier der absolute Obermacker ist. Aber trotzdem keine Schnitte. Tada, wir sind durch. Ja, Gegner A, das war klar. So, jetzt gibt es eine ganze Menge Level-Ups, jetzt gibt es eine ganze Menge noch mehr Level-Ups. Ganz viele Medaillen zum Kaufen von neuen Fähigkeiten. Hier wieder ein bisschen Geld, damit wir da die Fähigkeiten auch kaufen können. Boah, Hancock ist jetzt freigeschaltet. Ist auch witzige Folgen gewesen mit Boa und Ruffy. Die hat... Ich sag mal so, Boa Hancock hat sehr viel Milch. Die hat mehr Milch als Kuh. So sieht's aus. Ja, Digga, ist klar, dass ich jetzt da gleich mit Ace spiele, ne? Aber nicht mehr in diesem Video. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein schönes neues Jahr. Ich will auf jeden Fall dieses Jahr mal ein bisschen höhere Videotaktrate an den Tag legen. Es war ja alles ein bisschen seit Start des Kanals auch nicht so viel. Aber ich habe auf jeden Fall vor, jetzt mal ein bisschen Kette zu geben. Und erstmal natürlich das Borderlands 3 Projekt ordentlich weiterführen. Da werde ich euch zuballern mit Videos. Aber nebendrin immer mal wieder einfach einzelne Spiele. Einfach, was man gerade so spielt, was gerade so interessant ist, was ich euch vorstelle. Mal ein Idle Game mal wieder vorstellen. Oder irgendwie sowas in dem Dreh werde ich auf jeden Fall mal wieder machen. Wie gesagt, in meiner Beschreibung findet ihr noch 2 Videos, die ihr euch gerne angucken könnt. Könnt euch auf jeden Fall hier an der Endcard nochmal 2 Videos angucken. Haut rein, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns auf ein besseres Jahr als letztes Jahr. Tschüss.